Die USA verzichten vorerst auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Das geht aus einem Bericht des Weißen Hauses an den Kongress hervor. Man wolle die Beziehungen zur EU und Deutschland nicht gefährden. Die Pipeline soll bald die Gastransporte von Russland nach Deutschland verdoppeln. Ganz frei ist der Weg aber noch immer nicht. Washington verhängte neue Sanktionen gegen russische Verlegeschiffe und unterstrich, man sei weiter gegen das Projekt. Das Argument, Deutschland mache sich zu stark von Russland abhängig. In Berlin sorgte der Sanktionsverzicht trotzdem für Erleichterung. Darüber hinaus gibt es keine Zusagen, was in Washington entschieden wird, wenn der nächste Bericht in 3 Monaten, glaube ich, vorgelegt werden muss. Aber wir haben, glaube ich, jetzt noch einmal 3 Monate, in denen wir Zeit haben, um mit den Verantwortlichen in Washington darüber zu sprechen. Die Republikaner reagierten empört darauf, dass Joe Biden aus Rücksicht auf Deutschland auf Strafmaßnahmen verzichten will. Er spiele damit auch Kreml-Chef Wladimir Putin in die Hände. Der Bau von Nord Stream 2 ist zu 95% fertiggestellt.